Servus, liebe Leute, ich bin unterwegs gerade nach Stuttgart. Ich wohne im Moment in Tübingen und ich werde da mit Jonas unsere letzte Schlagzeugprobe heute machen. Schauen wir mal rein, wie es wird. Ja, wie ihr seht, ist es nicht so das perfekte Straßenmusikwetter. Darum arbeiten wir auch ein Album. Es regnet immer noch. Jetzt fahre ich auf meinen Zug nach Stuttgart und nehme mich einfach mal mit. Angekommen am Hauptbahnhof in Stuttgart. Ich mache jetzt noch ein paar andere Sachen und danach geht es dann zum Jonas in den Proberaum. Das ist ein bisschen schief, oder? Du hast jetzt schon alles gesagt. Servus! Ich bin jetzt bei Jonas angekommen inzwischen und wir haben schon unsere Probe geschafft. Also die letzte Schlagzeugprobe ist hiermit vorbei. Jetzt sind wir einfach mega stolz und können euch auch sagen, wir werden nächsten Monat, also im April, ins Studio gehen und das alles aufnehmen. Ich schaue mir gerade den Proberaum auf dem Demo von Anti-Stay an und versuche die gerade mal zu synchronisieren, damit man sich das anhören kann. Eventuell noch Änderungen vornehmen kann und dass Micha sagt, ob es ihm gefällt oder nicht, oder ich mir überhaupt eine Meinung bilden kann, ob es mir gefällt oder nicht. Da! Voll der Hänger. Vor allem so ein Snare-Schlag noch so gut. Schlagzeugideen sind in unserem Proberaum entstanden, in Stuttgart. Wir sind in Drummers Focus gewesen, haben dort Aufnahmen gemacht. Erstmal mit einem ganz kleinen Aufnahmegerät und haben die Ideen dann ein bisschen vorbearbeitet, ein bisschen zurechtgeschnitten, uns über verschiedene Online-Sachen zur Verfügung gestellt. Und dann hatten die Ideen ein bisschen Zeit zu reifen und ein paar Wochen später oder eine Woche später in der Regel ist Micha extra nochmal hierher gekommen und dann hat sich Stück für Stück alles zusammengebaut, alle unterschiedlichen Aufnahmen, alle unterschiedlichen Songs, wir haben sie besprochen und dann sind auf jeden Fall ein paar so schöne Sachen entstanden und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir euch das bald zeigen können. Hat jetzt 3 Monate gedauert übrigens, wo wir, also wir haben uns jetzt nicht ganz jede Woche getroffen, aber über 3 Monate sind wir schon fast jede Woche zusammengehockt und haben es gemacht. Also steckt viel Arbeit drin, viel Zeit. Und wenn Schlagzeug drin ist, dann geht es an den Bass, dann geht es an die Gitarre, die spiele ich ein, das ist sicher. Und sonst wissen wir noch gar nicht, wohin uns das Projekt jetzt trägt, was dann noch dazu kommt. Geige planen wir und Synthesizer auch, ist ja schon lange im Gespräch. Also werdet ihr dann sehen. Wenn wir im Studio sind, machen wir jetzt auch nochmal ein Video und auf jeden Fall ein paar Bilder auf Facebook und so weiter. Also ihr werdet Bescheid kriegen. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns. Moving away from here.